Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dritter Tag. Novene zur heiligen Mutter Teresa. Höre, wie er zu dir sagt, mich dürstet. In seiner Agonie, in seinem Schmerz, in seiner Einsamkeit, sagte er sehr deutlich: Warum hast du mich verlassen? Jesus war so schrecklich einsam und verlassen und leidend am Kreuz. In dieser schwersten Zeit rief er aus: Mich dürstet. Und die Leute dachten, er wäre einfach nur durstig und gaben ihm daraufhin Essig zu trinken. Aber das war es nicht, wonach ihn dürstete. Ihn dürstete nach unserer Liebe, nach unserer Zuneigung, nach diesem innig vertrauten Anhängen an ihn und dem Mitleiden mit seiner Passion. Und es ist seltsam, dass er solch ein Wort verwendete. Er verwendete mich dürstet anstelle von gib mir deine Liebe. Der Durst Jesu am Kreuz ist keine Einbildung. Es war ein Wort, mich dürstet. Lasst uns hören, wie er es zu mir sagt, wie er es zu dir sagt. Es ist wirklich ein Geschenk Gottes. Wenn du mit deinem Herzen hörst, wirst du hören und verstehen. Bevor du nicht tief in dir verstehst, dass Jesus nach dir dürstet, kannst du nicht anfangen zu verstehen, wer er für dich sein möchte oder was er möchte, dass du für ihn bist. Folge ihm nach in der Suche nach Seelen. Trage Jesus und sein Licht in die Familien der Armen, speziell zu den Seelen, die am bedürftigsten sind. Verbreite die Barmherzigkeit seines Herzens, wo immer du hingehst, und sättige so seinen Durst nach Seelen. Gedanke für den Tag. Denke nur, Gott dürstet nach dir und mit. Gott dürstet nach dir und mir, damit wir uns aufopfern, seinen Durst zu stillen. Bitte um die Gnade, den Durstschrei Jesu zu verstehen. Denke nur, Gott dürstet nach dir und mir, damit wir uns aufopfern, seinen Durst zu stillen. Bitte um die Gnade, den Durstschrei Jesu zu verstehen. Tägliches Gebet der Novene. Selige Teresa von Kalkutta, du hast dich so vollkommen der dürstenden Liebe Jesu am Kreuz ausgeliefert, dass sie in dir zur lebendigen Flamme wurde. So wurdest du für uns alle zu einem Licht seiner Liebe. Selige Teresa von Kalkutta, erbitte mir vom Herzen Jesu, bring nun dein Anliegen vor. Lehre mich mein ganzes Sein und Leben vollständig von Jesus durchdringen und in Besitz nehmen zu lassen, damit auch durch mein Leben sein Licht und seine Liebe auf andere Menschen ausstrahlen können. Amen. Unbeflecktes Herz Marie, Ursache unserer Freude, bitte für uns. Selige Teresa von Kalkutta, bitte für uns. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib.